Hallo und herzlich willkommen zu meinen Buildcraft Shorts. Ich will euch heute zeigen, wie ihr Void-Rohre herstellt. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr legt in der Mitte Glas hin, ihr legt rechts Tinte hin und links Redstone und ihr bekommt diese Röhren hier, löschende Transportröhren. Die nehmen wir mal mit. Jeweils pro Crafting bekommt ihr 8 von diesen Röhren und das reicht eigentlich auch schon, wenn ihr einmal das macht, denn so viel braucht ihr davon gar nicht. Das Ganze funktioniert einfach so, wenn ihr an so einem Diamantverbindungsrohr hier eine Void anbringt und jetzt hier in das Grüne zum Beispiel, ich muss was anderes nehmen, ich muss hier das nehmen, so, jetzt ist es jetzt an das Grüne angeschlossen, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Pflastersteine lege ich auf Grün. Und damit laufen ja in die grüne Richtung alle Pflastersteine. Die laufen in das Void und verschwinden da, denn das Void löscht Gegenstände. Alles, was ihr in diese Richtung schickt, das verschwindet im Nirvana, kommt nicht mehr raus, ist für immer und ewig verschwunden. Das macht ein Void. Damit könnt ihr Sachen löschen, wenn ihr zum Beispiel Müll damit löschen wollt aus irgendwelchen Kisten. Dann geht das damit automatisch. Das war's auch schon. Macht's gut. Schreibt was in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.